Hallo, hallo, my love. Ciao, các bạn, liebe Freunde. Welcome to my very, very small, fun, Tomily channel. Today is Thursday. Welcome, welcome. Also, heute ist der 36. Kriegstag in der Ukraine. Wir schauen in den Märkte rein, also Donnerstag, kurz vor Freitag, also Freitag ist letzter Handelstag für diese Woche, schauen wir mal, was die Börsen auf dieser Welt machen. Dann auf die Kryptowelt, danach ein paar Info für euch, ja? Okay, starten wir los. Lange Rede, kurzer Sinn. Geht's los now! In Asien sieht heute so aus. Alles in Minus, ja? Ich brauche euch die Werte gar nicht mehr aufzusehen. Also alles in Minus. Okay? Gehen wir rüber nach Europa. Also in Europa ist noch schlimmer als in Asien. Also sieht der Eurostoxx 50 minus 1,43, der DAX minus 1,31, also ziemlich weit entfernt von 15.000. Ja? Also kurz. CAC 40 minus 1,21, in Großbritannien FTSE 100 minus 0,83, ja, und in Italien minus 1,1, ja. Schauen wir mal in den deutschen Märkte mal rein. Also der S-Dach leidet heute richtig, minus 2,23. Der TaxTechDAG minus 1,37, der MDAG minus 1,61. Okay, kurz die Werte, Gewinner und Verlierer mal heute mal rein im MDAG. Also der MDAG ist bei 31.000, ein paar zerquetschte. Gewinner heute Wacker Chemie, ja, Freenet, Rheinmetall, also wieder die Waffenproduzenten KSAG auch im Plus, ja, und dann danach kommen nur noch Minus, ja. Also schlusslich heute schauen wir mal Commerzbank, was ist denn los? Also schon wieder unter 7 Euro. Okay, schauen wir mal auf dem DAX. Also der DAX ist weit entfernt von 15.000, jetzt wieder ja, wie sieht's aus? RWE AG ist im Plus, ja, also Energieversorger ist im Plus, Fresenius im Plus, Fresenius Medical ist auch im Plus, also das sind die Werte im Plus und der Rest ab Münchner rückt Minus, ja, okay. Dann denke ich mal wieder Delivery wieder in Minus, denke ich mal. Ja. HelloFresh minus 8%, ja, Zalando, Delivery, also das sind die Bestraften heute, ja. Okay, gut, rüber nach USA, nur noch 2,5 Stunden zu handeln. In USA sieht auch genauso aus, in Minus, alle Werte in Minus, aber weniger als in Deutschland oder in Europa, also der Dow Jones minus 0,57, Nasdaq 100 minus 0,62, der S&P 500 minus 0,48, ja. Gewinner und Verlierer in Nasdaq und Dow Jones mal kurz rein. Tagesgewinner heute, Vertex Pharma, also, ja, das sind die Gewinner, ja. So. Und ich denke, die Verlierer heute wieder mal Technologiewerte. Hm? Okay, schauen wir mal nach unten. In Minus. Ja? Ja, wie gesagt, die drei chinesischen Werte sind fast am Schlusslich. DJ.com, Baidu, Pindudu, ziemlich in Minus. Ja, Advanced Microsoft. Device ist auch in Minus, ja, also die Quartalzahlen sind jetzt zu Ende gegangen, so kann man sagen, ja, daher sieht es so aus. Okay,
nun rüber auf dem Dow. Der Dow ist noch bei 35.000 so ungefähr. Gewinner Cisco System, Amgen, Merck & Co., Coca-Cola, ja. Ab hier die Verlierer Walmart. Und am Schlusslich, Apple ist auch heute in Minus, Intel und Home Depot, ja. Die Banken werden auch schlecht, ja. Also heute auch minus knapp 2% GBA morgen, ja. Okay, rüber zur Kryptowelt. Also kaum hat die Börsen nachgelassen, also die Aktienwelt hat die Kurse nachgelassen, lässt auch Kryptowelt auch nach, ja. Also das war irgendwie, gestern war noch 2,25 oder so, ja. Also heute Morgen war das noch super, super in Plus, aber weil die Börsen USA jetzt in Minus gedreht hat, Europa auch, leidet natürlich auch Krypto, ja, also der Bitcoin hat ein bisschen nachgelassen, das war irgendwie bei über 47.000, fast 38.000, 40.000 und jetzt nur noch so knapp unter 46.000. Ethereum bleibt noch da, ja, 3.000, knapp 3.290 ungefähr. Natürlich, wenn Bitcoin fällt, fallen auch die anderen Werte. Mein Liebling, Shiba Inu, ja, hat auch nachgelassen, weil du warst schon knapp bei 28, so ungefähr, jetzt nur noch 25,9. Also mein Doc ist auch runter, ja, also alles noch okay, aber man sieht, es konsolidiert ein bisschen. Ja, meine Erwartung für die Kryptowelt sollte ja auf 2,5 Billionen Marktkapitalisierung US-Dollar, ja. Jetzt haben wir 2,19, ja, also ein Stückchen noch entfernt. Aber ich bin immer noch bullish, ja, dass die Konsolidierung ja langsam aufhört. Dann geht wieder rückwärts, ich meine, der Rückwärtsgang wird wieder herausgenommen und dann wieder in Spurt wird nach oben, ja. Also ein bisschen konsolidiert, aber nicht so schlimm. Wir sind zumindest noch über 2,19, ja, Billionen US-Dollar. Okay, jetzt schauen wir mal die Angst- und Gier-Index mal heute von Bitcoin an, ja, wie es aussieht. Also Fear and Greed Index immer noch im gelben Bereich, aber ist ein Rückwärtsgang gegangen, ja. Also gestern war noch bei 55, heute 52. Das liegt davon, dass die Leute jetzt ein bisschen Gewinne mitnahme macht, daher Angst, dass es ein bisschen runter geht. Aber ist immer noch im grünen, in gelben Bereich. Also wir hoffen mal am Wochenende, dass wieder mal Bitcoin wieder hochsteigt, ja. Also, wie ihr wisst, im April letztes Jahr war irgendwie Allzeithoch für viele Kryptowerte, für Bitcoin natürlich auch. Also Freitag ist der 1. April, also Aprilmonat sollte Bullmonat sein für Kryptowelt und Kryptowährung, ja. Kryptowährung und Bitcoin, ja. Also merkt ihr das. Nun gebe ich euch ein paar Info, ja? Okay. Um Gas und Öl verkaufen zu können, ja, also Russland braucht ja Devisen, ja? Daher reist der Außenminister von Russland nach Indien, ja? Also Indien hat 1,3 Milliarden Menschen, also die größte Menschen in der demokratischen Welt, ja, also den Krieg zwischen Ukraine und Russland, ja, hat die Amerikaner die Indien gedrängt, dass sie irgendwie Russland verurteilen wegen diesen Angriff, aber Indien gehört zu den
UN, ja, die haben sich dann enthalten, weder für die Sanktion, ja, noch die Russen zu verurteilen, ja. Die geben ihre Stimme als enthalten, ja. Das bedeutet neutral, ja. Der Grund ist, Indien hat ja, neben Indien ist Pakistan und China, ja. Indien kauft sehr viele Waffen, also von Russland. Und die brauchen natürlich auch Zusatzwerkzeug für ihren Waffen. Ja? Also falls sie gegen Russland stimmen würde, dann gibt für die keine Lieferung mehr Waffen an Indien. Deswegen denke ich mal, bleibt die Situation von Indien als neutral, ja, weil sie brauchen ja Waffen von Russland, weil sie dort sehr viel Waffen in Russland gekauft haben, wegen China und Pakistan. Jetzt sind die zwei Länder, die nicht so gut mit Indien auskommen. Ja. Deswegen beschützt Indien ihre Grenze natürlich auch mit russischen Waffen. Daher könnten sie nicht gegen Russland sanktionieren. Also so eine Abhängigkeit. Der Außenminister von Russland fliegt natürlich nach, ist natürlich in Indien, um natürlich ihr Gas und Öl dort zu verkaufen, zu verhandeln. Ja. Also natürlich Indien bekommt einen guten Rabatt, ja, für die Einkäufe. Ja. Also daher die Sanktionen. Muss durch die Sanktion der Europäischen Union plus der Amerikaner, also NATO, muss ja Russland natürlich neue Handelsquellen suchen. Also da ist Indien auch ein riesengroßes Land. Daher sind die ja auf der Suche nach Käufer. Ja? Also dann nicht so abhängig gegenüber Europa. Und halt deswegen ist heute so ein Tag. Ja? Okay. Der russische Präsident Putin, ja, hat ein Dekret unterschrieben, dass, dass man Gas oder Öl, je nachdem, Gas, glaube ich, ja, in russische Rubel bezahlen müssen, ja. Und wenn die das kaufen möchte, müssen sie bei der Gazprombank ein Account haben, ja, um dort ihren Euro oder Dollar einzahlen, wird irgendwie gewechselt in Rubel. Ein Rubel schickt dann, das geht in die Zentralbank und so weiter, ja. Also, das muss dann einen Wechselkurs da geben, ja. Und dann wird es dann Gas geliefert oder Öl, je nachdem, ja. Also, sein Dekret hat er unterschrieben, man muss dann bei der Gazprombank einen Bankaccount beantragen oder anlegen, damit man irgendwie liefern kann, ja. Wer das nicht macht, kriegt kein Gas, ja, so ungefähr. Ich bin gespannt, ob die europäischen Länder oder die NATO das mitspielen, ja. Also, auch wie ich letztes Mal so euch gesagt habe, unter den Blacklists in Russland gehört natürlich auch Deutschland dazu, ja. Weil Deutschland und die EU-Länder haben ja Sanktionen gegen Russland, also deswegen stehen sie auf dieser Blackliste, ja. Also unerwünscht, also Feinde von Russland so ungefähr, ja. Daher schauen wir mal, wie es sein wird, ja. Natürlich will Deutschland nicht mitspielen und viele europäische Länder auch, aber wie lange halten wir das aus, ja? Okay. Die Börsen sehen heute richtig, richtig schlecht aus. Natürlich die Kryptowelt auch, ja. Erstens sind halt Gewinnmitnahme auf der Kryptowelt, ja. Konsolidierung jetzt, weil die so letzte Zeit gut gestiegen sind. Jetzt Gewinnmitnahmen. Aber ab Februar wird es wieder richtig los nach oben gehen, ja, weil das irgendwie Februar war in der Vergangenheit immer ein Monat, das bullige Monat für Kryptowelt, ja, okay.
Angst, also der erste Grund ist Angst vor die Inflation hier, ist wieder zurückgekommen, deswegen an der Börse sieht es ziemlich schlecht aus hier. Und China natürlich Shanghai Lockdown. Deswegen sehen wir auch, hat man Angst, dass die Lieferkette irgendwie nicht mehr funktionieren durch Lockdown in Shanghai. Dadurch sind die Technologiewerte ziemlich bestraft. Ja. Also hinzu kommen noch, dass Russland hat auch irgendwie gesagt, ja, wir ziehen irgendwie ab, aber anscheinend nichts gemacht. Wird weiter gekämpft. Ja. Also die USA hat gesagt, man sieht ja kaum Truppenbewegung. Die fürchten, dass eher mehr Russland die Ukraine mehr angreifen als irgendwie zurückziehen. Ja. Also das ist auch so eine ziemlich schlimme Situation. Ja. Daher reagiert die Börse auch so. Ja. Durch die Inflation haben die Amerikaner Ölpreiserhöhung da, was haben die Amerikaner gemacht? Sie öffnet ihren Ölreserven auf, ja, also praktisch 180 Millionen Barrel öffnen sie das auf, ja. Das umgerechnet 29 Milliarden Liter, ja. Damit sie die Preise ein bisschen dämpfen können, ja. Also Spanien und Portugal macht schon einen Ölpreisdeckel schon, ja. Also Benzinpreisdeckel schon, ja. Also es darf nicht weiter steigen, ja. Also sonst steigt die Inflation hoch, dann werden wir alle so arm, ja. Also das, die nächsten Tage wird noch spannend, ja. Also wir schauen mal durch 180 Millionen Barrel Öl, ja, ob das irgendwie auf dem Markt ein bisschen beruhigt, ja, oder nicht, ja. Schauen wir die nächsten Tage an, ja. Also heute, wie ich euch erzählt habe, Inflation Angst, daher stehen die Kurse unten. Dazu hin, Russland Präsident Putin hat ein Dekret unterschrieben, Lieferung von Gas nur durch Rubel, ja, also das ist auch wieder so ein Eskalation, ja, nicht deeskalieren, sondern noch mehr eskalieren, ja, nicht mehr deeskalieren, ja, also schauen wir mal. Ja, vielleicht, jetzt ist Sommer, brauchen wir kein Gas oder kein Öl. Mal gucken. Okay. Das war's für heute. Ja, Inflation, Angst. Kriege ich immer noch da. Corona ist immer noch nicht weg. Ja, Ölpreis steigt so hoch. Ja, daher macht die Börse erstmal Kasse, ziehen sich Geld von Aktien und von Krypto. Heute nur, ja, und dann steigen, und dann morgen steigen die wieder ein, ja, durch Billig-Einkauf wieder zurück, ja, also so geht die Börse. Wie gesagt, mein Kanal ist nur für Bildung, ja, und nicht für, ich bin kein Finanzberater, ja, also Bildung hilft, ja. Okay, Jungs, wir sehen uns am Montag wieder, weil morgen habe ich keine Zeit. Ja? Morgen bin ich unterwegs, habe ich keine Zeit. Daher sehen wir am Montag wieder. Bye bye and have a nice weekend to you all. Okay, bye bye. Give me a like if you like. If not, give me a like too. Okay, bye bye.